Ja, schönen guten Tag. Wir sind drei Mitglieder vom GMK Club. Wir sind heute zusammengekommen, um mal festzustellen, welcher Karpfenköder oder welche Herangehensweise die beste ist. Ich kann mir kurz vorstellen, unser Vorsitzender, der Marcel, der hat sich schon entschieden, mit Tigernüsse zu angeln. Er hat also seine Routen schon ausgelegt und arbeitet mit Tigernüssen heute an der Haarmontage. Der Jan, der ist unser Fila-Experte und hat seine Fila-Route auch gleich mal hier zum Vorstellen. Er wird mit Fila-Route fischen, mit Mais. Und gerade die Karpfen mögen natürlich Mais. Meine Routen stehen im Hintergrund. Ich bin der Koka, Holger, wie man auch immer sagen will. Ich werde mit Boilies fischen. Ich habe es auch an der Haarmontage. Ja, wir haben alles soweit vorbereitet. Regen hat gerade aufgehört. Ich hoffe, dass es jetzt gut läuft. Mal sehen, was da so passiert heute. Da Holger und Marcel bereits ihre mit Boilies bzw. Tigernüssen bestückten Montagen ausgebracht haben, ist Jan der Erste, der seine Strategie erläutern darf. Der Fieder-Spezialist setzt heute voll und ganz auf den Futterkorb. Als Grundmischung dient ihm dabei ein klassischer Partikelmix aus Weizen, Hanf, Mais und Erbsen. Diese Partikelmischung werden wir jetzt mit mehreren Ingredienzien anreichern. Nicht wundern, wir haben ja in dem Fall zum Beispiel einen Fließwassermix, der uns eigentlich deutlich eine bessere Bindung bringen soll, weil wir mit der Groundbeta-Kelle und nachher auch mit einem Körbchen eine gewisse Distanz überbrücken wollen beim Wurf. Als zweite wichtige Inhaltsstoffe in so einem grob strukturierten Mix kommen zum Beispiel Haferflocken zum Einsatz, die erstmal im halb gesättigten Zustand natürlich noch einen gewissen Auftrieb bieten und eine Partikelwolke nach oben natürlich besser ausschütten. Des Weiteren füge ich hinzu ein Graskarpfenmix, völlig untypisch, aber hat eine sehr starke natürliche Lockwirkung, weil sie einen sehr starken Eigengeschmack hat. Da reicht uns aber eine halbe Tüte völlig aus. Ein Anteil Lebendfutter gehört natürlich gerade beim Fiederangeln immer mit dazu. Zur flüssigen Aromatisierung verwenden wir ein klassisches Vanillearoma. Wir geben das in das Wasser. Womit wir jetzt unser Futter noch mal befeuchten müssen. Kriegt ihr ein paar schöne Kreise. So, lecker. Mischen natürlich vorher erst noch mal gut trocken durch. Sieht sehr schön, wie sich die hellen Haferflocken von dem dunkleren Futter absetzen. Da wir jetzt einen sehr guten Ballen haben, aber natürlich noch Partikel drin sind, die sich noch mit Wasser sättigen müssen, um sie dann mit dem Groundbeta auf eine weitere Distanz zu bringen, lassen wir die ganze Mischung jetzt 10 Minuten ziehen. Wir nutzen diese Zeit und schauen kurz bei Holger vorbei, der heute ausschließlich mit Boilies angeln wird. Im Gegensatz zu Jan muss Holger nicht viel vorbereiten, anfüttern muss aber auch er. Mit einer kleinen Schleuder gelingt das auf mittlere Distanzen am besten. Ich bin derjenige, der mit Boilies heute fischt. Meine Vorgehensweise ist, dass ich schon gefüttert habe, reichlich mit einer Futterschleuder, wie ihr vorhin gesehen habt. Meine Boilies, die ich vorher ein bisschen behandelt habe schon, dass sie ein bisschen auch besseren Geruch haben. Ich verwende dafür einen Dip, der sehr süß ist. Ich habe extra sehr helle Boilies gewählt heute. Wirklich beigefarbenen, fast hellen Boilie und einen roten, dass die Fische schnell die Boilies finden. Habe einen Teppich damit angelegt und angeln mit einer Festbleimontage. Das Vorfach ist ein ummanteltes Material als Pop-up gebunden. Die Fische stehen hier laut meiner Erfahrung ganz doll auf weiße Pop-ups. Ich habe hier gut und sehr gut auf weiße Pop-ups gefangen. Habe ich an so einem Gummi hier befestigt, am Ring, der dann das Haar praktisch darstellt mit einem kleinen Blei, welchen denn den schwimmenden Pop-up auf einer normalen Höhe kurz über dem Grund hält, so 2 cm etwa. Und das ist meine favorisierte Montage für den heutigen Tag. Einen in Karpfenanglerkreisen ebenfalls beliebten Köder fischt Marcel. Er hat sich für die Tigernuss entschieden und hofft damit, die heutigen Zielfische an den Haken zu locken. Auch die Tigernüsse werden am Haar und einer bewährten Festbleimontage angeboten. Nach dem Ausbringen braucht nur noch der Bissanzeiger aktiviert zu werden und schon können die Karpfen kommen. In der Zwischenzeit ist der Futterkorbmix gut durchgezogen.
Für die Anfangsfütterung formt Jan daraus handliche Ballen, die am besten mit einer großen Futterkelle ausgebracht werden können. Besonders durch den stark bindenden Fließwassermix platzen die Ballen wirklich erst im Wasser und nicht schon in der Luft auf. Ich möchte euch noch kurz was zu meiner Montage erzählen. Wie gesagt, ich fische mit einem Futterkörbchen, ein sehr leichtes Futterkörbchen mit 40 Gramm, was mir zwar die Distanz bringt, aber das Einsinken in den Schlamm doch dadurch gebremst wird. Zusätzlich fische ich ein sehr langes Vorfach mit über 70 cm Länge. 28er Mono-Vorfach reicht völlig aus, da die Pufferwirkung der Fiederrute doch sehr viel Druck aus der Schnur nimmt. Und fische eine Kombination aus einem sehr auffälligen Maiskorn-Kombination in Rot und Gelb und als Köder zusätzlicher Reiz natürlich die lebende Made. Nachdem auch Jan seine Montage nun im Wasser hat, kann der Karpfentest beginnen. Wer wird den ersten Fisch von seinem Köder überzeugen? Besonders Jan scheint mit seinem Futterkorbmix gute Chancen zu haben. Denn was neugierigen Mäusen schmeckt, das sollte doch auch den Fischen munden. Doch es ist nicht der Futterkorb, der für den ersten echten Biss an diesem Tag sorgt, sondern die Boilie-Montage. Während Jan schon mit dem Kescher bereit steht, drillt Holger und der erfahrene Karpfenangler spürt sofort, dass hier wohl etwas Kleineres gebissen hat. In der Tat ein wirklich zierlicher Karpfen, der dem auftreibenden Boilie nicht widerstehen konnte. Aber immerhin der erste Fisch. Dann ist Jan an der Reihe. Auch er hakt einen Karpfen. Allerdings scheint auch der kein Kapitaler zu sein. Schnell ist der Fisch zurückgesetzt und der Haken neu beködert. Jans Futterplatz scheint von unterschiedlichen Fischarten nun förmlich belagert zu werden. Der nächste Biss lässt nicht lange auf sich warten. Leider kein Karpfen, aber dafür ein schöner Giebel. Und wieder Mais. Auch der nächste Biss geht auf Jans Konto. Ein schöner Brassen. Ich habe mal wieder die bittere Pille. Ich muss ein Zwischenfazit machen. Also der Jan, der macht uns hier ganz schön nass. Der steht ganz weit vorne, hat viele schöne Brassen gefangen, große Dinger und Giebel und andere Weißfische und auch schon ein paar kleinere Karpfen. Und bei uns schweigen die Ruten im Moment immer noch, Boilie und Tiganus. Aber wir sind hoffnungsvoll, weil der Wind ist gerade ein bisschen aufgekommen und wir denken, dass jetzt vielleicht ein bisschen der Platz sich ändert, dass von links oder von rechts irgendwann mal die größeren Karpfen kommen. Und dann ist ein Fisch so schwer wie Jan seine zusammen. Jan hat für solche Sprüche natürlich nur ein müdes Lächeln übrig und zeigt schon wenig später, dass Fiedern heute tatsächlich das Maß aller Dinge ist. Beim Anblick dieses schönen Giebels bleibt Jans Konkurrenten nur ein anerkennendes Staunen. Doch noch ist der Angeltag nicht vorbei und vielleicht kommen die größeren Fische ja erst später am Tag in Beißlaune. Doch auch der Nachmittag bringt nichts wirklich Neues. Zwar können sowohl Marcel als auch Holger zumindest einige Fische fangen, von den erhofften Kapitalen sind sie aber noch weit entfernt. Jan dagegen bleibt seinem Motto treu, Masse statt Klasse. Er drillt dank seiner Montage einen Fisch nach dem anderen und kann dabei immer wieder verschiedene Arten überlisten. Eines Wiederanglers. Schließlich hat Petrus aber doch ein Einsehen mit Jans Kollegen. Marcel ist der Glückliche und bekommt am frühen Abend einen Biss auf zwei Tigernüsse. Dieses Mal scheint es ein etwas größerer Karpfen zu sein. Circa 10 Pfund. Und vom Kescher noch 2-3 Minuten gekämpft, bevor er gekeschert werden konnte. Der erste etwas bessere Spieler. Okay.
Nur wenig später biegt sich erneut eine der Karpfenruten. Nun hat der Boili zugeschlagen und Holger freut sich über einen schönen Drill. Ach, der ist gut. Bald ist aber auch dieser Karpfen bereit zur Landung und gleitet ins Netz. Yes, in the net. Ein Boilifisch, endlich. Vielleicht so 10, 12 Pfund vielleicht so etwa. Ha? Ob 10 oder 12 Pfund, egal. Hauptsache endlich ein besserer Fisch auf Boili. Der letzte Fisch des Tages gebührt dann aber doch wieder Jan und seiner Futterkorbmontage. Zwar konnte der Feeder-Profi mit seinem Dosenmais heute keine wirklich kapitalen Fische überlisten, dafür aber jede Menge Karpfen, Brassen und Giebel zum Biss verleiten. Mein Los am heutigen Tage beim Feederangeln, viele kleine Fische. Das Fazit von Holger fällt deshalb zwar augenzwinkernd, dafür aber eindeutig aus. Ja, der Angeltag ist gelaufen. Wir haben alle gute Fische gefangen. Wahrscheinlich hat der Fiederangler ein paar mehr gefangen und das laute Einklatschen des Futterkorbs hat unsere Karpfen, Tiganos, Boili, ein bisschen vertrieben. So wird die haben also entschieden, nicht weniger gefangen. Jan hat wirklich richtig toll gefangen, super schöne Brassen, sehr, sehr viel Karpfen, kleinere Karpfen auch. Eins spricht für uns beide, wir haben beide die größeren Karpfen gefangen, speziell einen jeweils, jeder einen. Die war so, ich sag mal so um 10, 12 Pfund vielleicht rum waren die beide, das waren wunderschöne Fische. Aber wir müssen uns die Schlagen geben. Danke, danke. Er hat entschieden besser gefangen, war trotzdem ein schöner Tag, hat uns tierisch Spaß allen gemacht. Ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder irgendwie. Also mit Sicherheit. War super gewesen. Vielen Dank.